Und dann habe ich gesagt, und wie lange war es schön dort? Und dann haben die immer wie reagiert, haben die gesagt, was? Und habe ich gesagt, wie lange hat Ihnen die Tätigkeit denn Freude gemacht? Gar nicht. Die meisten Menschen arbeiten gerne, nur leider nicht in ihren Berufen. Und wer bin ich, dass ich sowas sagen kann, dass ich solche Sätze raushaue? Ich bin schon sehr lange jetzt Rechtsanwältin. Ich habe beschlossen, bei 30 Jahren Berufserfahrung höre ich auf zu zählen. Am Anfang möchte man immer möglichst viele Berufsjahre abbilden und irgendwann ist dann der Punkt erreicht, wo man sagt, ich höre auf an der Stelle. Und ich habe mal im Konzernarbeitsrecht gelernt sozusagen. Also ich habe eine eigene Anwaltskanzlei mittlerweile. Und wir haben das mal hochgerechnet, dass wir so 3000 Unternehmen, also dass ich da so Einblick gehabt habe, 500 Dauermandate bundesweit. Ich komme aus Osnabrück, aber ich habe keine Kunden in Osnabrück. Und ungefähr 10.000 geführte Beratungen und Rechtsstreite. Wir machen nur Arbeitsrecht und ich habe ein Steckenpferd, nämlich arbeitgeberfreundliche Arbeitsvertragsgestaltung. Und wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich bin gar nicht der Typ Mensch, der sich ins Kämmerchen setzt und Verträge ausarbeitet. Aber man muss ein bisschen masochistisch veranlagt sein, wenn man Arbeitsrecht für Arbeitgeber macht, weil man vor dem Arbeitsgericht immer verprügelt wird. Und jedes Mal, wenn ich mir eine blutige Nase geholt habe, dann ist dieser Arbeitsvertrag bei mir um einen Passus länger geworden. Und wir machen außer Arbeitsrecht oder ich persönlich noch, weil ich, als die Kanzlei dann gut lief, haben die Kunden oft gefragt, wie können wir jetzt weiter zusammenarbeiten? Und ich konnte ja nicht ohne Ende Rechtsstreite produzieren. Also habe ich dann noch eine Unternehmensberatung gegründet und da mache ich Personal-Mentorings und auch eine eigene Mastermind im zweiten Jahr jetzt. Und der Moderator hat eben schon gerade gefragt, wer hat von euch Mitarbeiter? Deswegen meine Frage an euch als erstes, wer von euch hat, wer ist in der Selbstständigkeit? Einmal aufzeigen. Okay. Erinnert ihr euch noch daran, warum ihr in die Selbstständigkeit gegangen seid? Warum hast du dich selbstständig gemacht? Ja, ich bin relativ jung Mutter geworden. Ich finde allgemein, Standardjob in der Hinsicht mit Kind zu vereinen, ist halt sehr schwierig. Okay. Warum habt ihr euch selbstständig gemacht? Nicht selbstständig. Wer hat noch aufgezeigt? Bernd, warum hast du dich selbstständig gemacht? Guck mal, als hätte ich es geahnt. Selbstbestimmtes Arbeiten, finanzielle Freiheit haben, Verwirklichung deiner Träume, etwas Bedeutendes schaffen. Wenn man so anfängt mit der Selbstständigkeit, dann ist man ja voller Idealismus. Und ich kann euch sagen, weil ich unterliege ja der anwaltlichen Schweigepflicht, dass wenn Unternehmer mit mir reden, dann erzählen die davon weniger. Wisst ihr, wie die Realität eigentlich aussieht? 60 bis 90 Stunden Arbeit pro Woche. Kaum Zeit für die Familie und auch wenig Zeit für sich selber. Wenig Urlaub, manchmal gar keinen Urlaub. Einer hat mir jetzt gesagt, ich fahre das erste Mal seit 5 Jahren in den Urlaub. Dauernde Kundenbeschwerden und wenn man sich mal ausrechnet, einfach viel zu viele Stunden für viel zu wenig Geld. So. Und woran liegt das? Unternehmertum, ja? Kein Studium, keine Ausbildung bereitet einen darauf vor, sondern Unternehmertum passiert einfach. Das kommt von alleine sozusagen. Und der Unternehmer ist immer ein mystisches Mischwesen aus Pädagogen, Trainer, Motivationscoach, Marketingguru, Buchhalter, IT-Spezialist und Ingenieur. Und so machen es die meisten auch. Und sind daher keine Unternehmer, sondern Selbstständige. Kennt ihr das? Dieses, wenn man das erzählt, dass man selbstständig ist und die Leute sagen dann, ja, selbst und ständig. Ja? Wer kennt sich da ein bisschen wieder? Okay, 2 Mutige in der ersten Reihe, 1 Mutiger in der dritten Reihe. Und die Konsequenz doch von dieser Erkenntnis muss doch sein, dass nach dieser ersten Erfolgsphase ein Berufswechsel stattfindet. Und für mich war das ein Gamechanger, als ich das irgendwo gelesen habe, dass das ein Berufswechsel ist. Ja? Nicht ein Aufgabenwechsel, sondern ein Berufswechsel. Und man muss einfach Aufgaben abgeben, damit man selber Zeit hat, um Unternehmeraufgaben wahrzunehmen. Und was sind
Unternehmeraufgaben. Unternehmeraufgaben sind Aufgaben wie Strategie, Positionierung, Recruiting, Sichtbarkeit. Das sind Unternehmeraufgaben. Und wir machen was? Wir arbeiten Mails ab. Wir gehen ans Telefon. Wir machen die Buchhaltung. Das ist nicht das Richtige. Und das Problem ist einfach, wir geben die Aufgaben ja auch ungern ab, weil wir diese Fachkraftaufgaben ja auch gerne machen, weil deswegen sind wir ja in die Selbstständigkeit gegangen. Und es geht aber kein Weg dran vorbei. Ihr braucht einfach gute Mitarbeiter und denen übertragt ihr diese Aufgaben. Und das Ziel ist einfach unternehmerisches Wachstum durch Mitarbeiter, die so arbeiten wie du selber. Und das Fazit ist, dein Weg zu einem erfolgreichen Unternehmerleben führt immer über gute Mitarbeiter. So, und dann haben wir zwei Voraussetzungen. Und die zweite Voraussetzung ist dann gleich das deutsche Arbeitsrecht. Aber das ist die erste Herausforderung ist, gute Mitarbeiter zu bekommen. Ihr kennt das bestimmt, A, B und C Mitarbeiter. A-Mitarbeiter sind solche Mitarbeiter, da muss man einfach nur guten Morgen sagen, mit Kaffee schmeißen. Die machen alles, die denken auch mit. B-Mitarbeiter sind solche Mitarbeiter, da müsste man eigentlich sagen so, du machst heute dies, dann machst du das und dann machst du jenes. Und C-Mitarbeiter sind solche, da müsstest du sagen, betrachten Sie Ihr Gehalt einfach als Spende. Wenn ein C-Mitarbeiter zu dir kommt und sagt, Chef, ich kriege hier nicht, was ich verdiene, müsstest du antworten, ich kann Sie ja schlecht verhungern lassen. Und wenn ich Seminare gebe oder wenn ich, mein Büro ist in der Innenstadt, wenn ich dann nach Hause gehe und es ist so 6:30, dann gucke ich gern in die Geschäfte und dann sehe ich Verkäufer und Verkäuferinnen so im Laden stehen. Wehe, du kommst jetzt noch rein. Und wisst ihr was? Ich habe das Glück gehabt, mein Studium selbst verdienen zu dürfen und ich habe Schuhe verkauft, El Bandi-mäßig, 6 Jahre lang. Ich habe das total gerne gemacht. Und ich kenne den Einzelhandel gut und ich mache mir die Freude, dass ich dann einfach sehr gerne in solche Geschäfte noch gehe. Und wenn ihr bei Google eingibt, meine Arbeit, ja, dann schlägt Google Folgendes vor. Meine Arbeit macht mich krank. Meine Arbeit ist streng geheim, macht mich fertig. Nervt mich, macht mir keinen Spaß mehr, ist sinnlos. Das ist die Realität in Deutschland, wenn man meine Arbeit eingibt. Das ist das Bild. Und jetzt müsst ihr ganz tapfer sein an der Stelle, weil wenn man eingibt, mein Chef mag mich nicht, hasst mich, macht mich krank, der tägliche Albtraum im Betrieb, ignoriert mich, mobbt mich, zahlt. So denken die Leute über euch. Und es gibt sie, die A-Mitarbeiter, aber ich erlebe natürlich in meinem Job ganz häufig C-Mitarbeiter. Und am Anfang meiner Karriere habe ich auch Arbeitnehmer noch vertreten. Und wenn ich die gefragt habe, die kamen dann mit ihrer Kündigung, und das Erste, was ich dann gefragt habe, ist, wie lange arbeiten Sie denn da schon in dem Betrieb? Und dann haben die geantwortet, meinetwegen 15 Jahre. Und dann habe ich gesagt, und wie lange war es schön dort? Und dann haben die immer wie reagiert, haben die gesagt, was? Und dann habe ich gesagt, wie lange hat Ihnen die Tätigkeit denn Freude gemacht? Gar nicht. Und dann habe ich gesagt, so, dann ist ja prima, dann sehen wir zu, dass wir da jetzt noch eine Abfindung für Sie rausholen. Und dann suchen wir etwas für Sie, was besser zu Ihnen passt, was Ihnen auch mehr Freude macht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich sage immer, das sind immer dieselben Sätze, die gefallen sind. Dann habe ich gesagt, wir sehen uns in 3 Monaten hier wieder, wir unterhalten uns noch einmal. Und dann kamen die nach 3 Monaten und ich habe auch noch eine Coaching-Ausbildung. Ich habe auch eine ganze Zeit mal langzeitarbeitslose Schwerbehinderte in den Job gecoacht. Das hat mir richtig viel Freude bereitet. 100% Vermittlungsquote. Und dann saßen sie da nach 3 Monaten und haben gesagt, ich konnte es mir nicht vorstellen, aber sie haben recht. Und das ist so schade, weil jeder hat seine Leidenschaft, aber er übt sie nicht aus in dem Beruf. Und das ist das, was ich am Anfang auf der Folie hatte. Ich habe wirklich Leute erlebt, die den ganzen Tag gelangweilte Banker waren und auf der Fußmatte zu Hause, ne, wurden die begeisterte Marathonläufer, begeisterte Gärtner. Warum arbeiten die nicht in ihren Leidenschaften? Ich verstehe es nicht. Und ich fange jetzt nicht an mit unserem Schulsystem,
weil sonst dauert der Vortrag 3 Stunden und ich möchte ja noch zum Arbeitsrecht kommen. Geschenk Nummer 1, gute Mitarbeiter gewinnen, lade hier den kostenlosen Online-Kurs Top Recruiting innovative Strategien runter. Wer das gerne haben möchte, einmal abscannen und das ist ein kostenloser Online-Kurs. Und hat mir viel Freude gemacht, weil ich irgendwann an einem Punkt als Anwältin nämlich verstanden habe, dass immer nur Mitarbeiter, nicht mehr passende Mitarbeiter, aus dem Laden rauszubegleiten, ja nicht das ist, was ihr braucht. Ihr braucht ja ein Team, das hinter euch steht. Und die andere Seite noch mitzumachen, das ist für mich wirklich Erfüllung jetzt. So, und jetzt kommen wir zu der Herausforderung Nummer 2, und zwar zum deutschen Arbeitsrecht. Und damit ihr die Hacks, vor allen Dingen die ersten, richtig verstehen könnt, möchte ich am Anfang mit euch etwas machen, und zwar ein Grundverständnis nochmal schaffen, warum es häufig vor dem Arbeitsgericht zu teuer wird. Und zwar heißt dieses Grundproblem heißt Kündigungsschutzgesetz. Und von den 7 teuersten Fehlern fangen wir jetzt einmal an mit Kündigungsschutzgesetz. Hat 2 Voraussetzungen. Der Arbeitnehmer muss länger als 6 Monate beschäftigt sein und der Arbeitgeber muss mehr als 10 Vollzeitmitarbeiter beschäftigen. Und die Konsequenz von dem Kündigungsschutzgesetz ist, dass man als Arbeitgeber einen Kündigungsgrund benötigt. Das heißt, entweder betriebsbedingt, personenbedingt oder eben verhaltensbedingt kann man kündigen. Und das macht es in der Regel teuer vor dem Arbeitsgericht, weil immer der Arbeitgeber beweisen muss, dass er diesen Kündigungsgrund hat. Jetzt muss man einmal wissen, dass man eben in den ersten 6 Monaten ja gar keinen Kündigungsschutz hat nach dem Kündigungsschutzgesetz. So. Und jetzt kommt der erste Hack an der Stelle. Falsche Probezeit. Also die Probezeit kann 6 Monate betragen, sie muss aber nicht 6 Monate betragen. Und im Alltag ist das so, dass diese 6 Monate, also das Probezeit und Kündigungsschutz, als Synonym verwandt wird. Das ist aber kein Synonym, das sind völlig unterschiedliche Dinge. Die Probezeit, die ihr in dem Vertrag vereinbart, das ist einfach eine vertragliche Probezeit, die nur eine einzige Konsequenz hat, und zwar ist die Kündigungsfrist kürzer. Während der Probezeit ist die Kündigungsfrist 2 Wochen. Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist 4 Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass ich in der Kanzlei ganz, ganz häufig Kündigungsschutzklagen hatte im 7. Beschäftigungsmonat. Und ich habe immer ein sehr inniges Verhältnis zu meinen Mandanten. Wir duzen uns auch. Und dann nehme ich auch kein Blatt vor den Mund. Und dann habe ich gesagt so, 7. Beschäftigungsmonat. Warum hast du es denn nicht vorher gemerkt, dass es ein Depp ist? Und dann habe ich als Antwort immer was gekriegt? Christina, ganz ehrlich, der hat 6 Monate gut gearbeitet und ab dem 7. Monat hatte der ein komplett anderes Gesicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, wie könnte man diese Erkenntnis nutzen? Und habe gesagt, okay, wir machen einfach die Probezeit nicht für 6 Monate, sondern nur für 3 Monate. Und ich gucke einfach sehr genau in den Monaten 4, 5 und 6, wie der Mitarbeiter sich verhält. Er hat dann immer noch keinen Kündigungsschutz. Das bedeutet, die Konsequenz ist, in diesen Monaten 4, 5 und 6 gilt die Kündigungsfrist zwar von 4 Wochen, ja, 2 Wochen länger, wenn ihr kündigen wollt an der Stelle, wenn sich herausstellt, er ist nicht gut genug, ja, oder er hat keine Lust, aber unbezahlbar, wenn ihr dadurch einen C-Mitarbeiter früher erkennt und den nicht weiter beschäftigt. Und irgendwann sagte mal jemand nach dem Vortrag zu mir, Frau Linke, das ist menschenverachtend. Und da habe ich gesagt, ich will nicht, dass der sich ein rosa Tutu umhängt und mit einer Stange in der Hand über so ein Stahlseil über die Straße balanciert. Ich möchte nur, dass er wirklich von 9 bis 17 Uhr arbeitet. Nichts anderes. Nichts anderes möchte ich. Ich möchte einfach dafür, dass ich etwas zahle, möchte ich eine Gegenleistung haben. Und ich finde das nicht menschenverachtend. Und ich finde diesen Hack mit der Probezeit, also wir haben den jetzt so häufig angewendet und er ist so gut. Also bitte demnächst die Probezeit nicht mehr für 6 Monate machen. Dann, wenn man das einmal verstanden hat, ach übrigens, dass, wenn ihr nicht mehr als 10 Vollzeitmitarbeiter habt, müsst ihr das nicht machen, weil dann könnt ihr ja immer kündigen, ohne dass ihr einen Kündigungsgrund haben müsst.
Andererseits hat es auch was, das trotzdem zu machen, weil auch dann erkennt ihr das wahre Gesicht früher, schneller einfach. Das hat jetzt also auch Auswirkungen auf Befristungsmöglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten zu befristen in Deutschland. Es gibt einmal die Sachgrundbefristung und dann die sachgrundlose Befristung. Und ich kenne sehr, sehr viele Unternehmen, die befristen für den ersten Vertrag beispielsweise für ein Jahr oder auch für 6 Monate. Und es macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum soll man ein Arbeitsverhältnis befristen für 6 Monate, wenn ich doch in den ersten 6 Monaten sowieso kündigen kann? Macht keinen Sinn, den ersten Vertrag für 6 Monate zu machen, zumal man muss ja wissen, dass die Leute sich immer 3 Monate vor dem Ablauf der Befristung bei der Agentur für Arbeit melden müssen. Und die haben innerlich gekündigt, die wollen das nicht. Und ein guter Mitarbeiter, der hat auch keine Lust, für 6 Monate befristet beschäftigt zu werden. Der will wenigstens einen Jahresvertrag haben. Und da, wo die pinke Stelle, ihr erkennt mich da leicht wieder hier auf dieser Messe, da, wo dieser pinke Balken ist, da sage ich immer, da zeigt sich auch ein bisschen die DNA eines Unternehmens. Weil an der Stelle hat man natürlich noch die Möglichkeit, nochmal zum Beispiel mit 6 Monaten zu befristen. Und Unternehmen, die das machen, mit denen arbeite ich nicht. Warum nicht? Weil, wenn der erste Vertrag über ein Jahr ging, kann ich den zweiten nicht kürzer machen. Das fühlt sich einfach nicht gut an für den Arbeitnehmer. Das ist einfach, das macht man nicht. Mein Herz schlägt sehr auf Seiten des Arbeitgebers, aber es muss wertschätzend sein von beiden Seiten. Also wenn ihr befristet, würde ich sagen, wenn dann ein Jahr und noch ein Jahr. Ich sage immer, besser nur ein Jahr befristen. Und wenn man in der Zeit nicht herausgefunden hat, wie der Mitarbeiter tickt, dann habt ihr eure Hausaufgaben nicht gemacht, dann wart ihr nicht nah genug dran am Menschen. Hack Nummer 3 oder Fehler Nummer 3 und das, was man daraus lernen kann, ist der Hack. Keine Differenzierung im Arbeitsvertrag zum Thema Urlaub. Man hat nur Anspruch auf 4 Wochen Mindesturlaub. Und diese 4 Wochen Mindesturlaub sind aber nicht der Durchschnitt. Die meisten geben ja 6 Wochen. Und da muss man unbedingt im Arbeitsvertrag differenzieren zwischen dem gesetzlichen Mindesturlaub und dem vertraglichen Mehrurlaub. Warum? Weil erstens könnt ihr den freiwilligen Mehrurlaub freiwillig machen. Ihr könnt also jedes Jahr neu entscheiden, wie viele Tage ihr dazu gebt. Und der freiwillige Mehrurlaub kann auch früher verfallen. Und vor allen Dingen noch das Dritte ist das Besondere. Wenn jemand ausscheidet in der 2. Jahreshälfte, hat man als Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, dass man den vollen Jahresurlaubsanspruch abgegolten bekommt oder gewährt bekommt. Ich verstehe diese Regelung nicht, ja? Warum soll jemand, der bis Ende August nur arbeitet, den Urlaub bis Dezember kriegen? Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht, aber das ist mir zu weit. Übrigens deswegen sind auch unsere Verträge sehr lang, weil alles, was ihr nicht geregelt habt im Arbeitsvertrag, ist trotzdem geregelt, weil dann ist es durch das Gesetz geregelt und das Gesetz hat immer noch das Bild, dass der Arbeitnehmer schutzwürdig ist und der Arbeitgeber derjenige ist, der mit einer Zigarre im Sessel sitzt und andere Leute ausbeutet. Und das ist einfach nicht richtig, das ist Waffengleichheit. Und der Urlaubsabgeltungsanspruch bei dem gesetzlichen Mindesturlaub, den könnt ihr nicht verhindern, aber der Abgeltungsanspruch, wenn jetzt jemand in der 2. Jahreshälfte ausscheidet, gilt nicht für den Mehrurlaub. Vor 2 Wochen noch Arbeitsgericht Köln, guckt die Richterin mich an und sagt, haben Sie diesen Arbeitsvertrag gestaltet? Nachdem sie vorher den gegnerischen Anwalt und ich war Arbeitgebervertreter richtig abgewatscht hat und ich habe gesagt, ja, hat sie noch nie gesehen, hat sie gesagt. Ja, sehr schön. Sonderurlaub nicht ausgeschlossen. Was ist der sogenannte Anspruch auf Sonderurlaub? Also ein Arbeitnehmer kann die Tätigkeit nicht durchführen, weil er aus Verhinderungsgründen, die in seiner Sphäre sind, aber unverschuldet, nicht ausüben kann. Typische Fälle sind Tod in der eigenen Familie, Arztbesuche, die zu diesem Zeitpunkt nur möglich sind, Geburt eines Kindes, Hochzeit. So, und dieser Anspruch besteht aber auch, und das ist in Corona richtig, zu Corona-Zeiten richtig hochgekocht, wenn die Kita geschlossen ist. Keine Betreuungsmöglichkeit. Und dann hat der Arbeitnehmer den Anspruch, gegen den Arbeitgeber bezahlt freigestellt zu werden.
Und es ist ein einziger Satz im Arbeitsvertrag. Paragraph 616 BGB findet auf dieses Arbeitsverhältnis keine Anwendung. Klammer auf, versteht eh keiner, was das bedeutet. Klammer zu, ja. Ich bin immer dafür, ich war selber alleinerziehend mit 2 Kindern, seit die Kinder 1 und 3 waren, und ich musste auch immer Regelungen finden. Und ich bin wirklich auch dafür, dass man in solchen Fällen gute Regelungen miteinander findet. Ich möchte aber nicht, dass, wie es passiert ist dann in der Corona-Phase, ein Arbeitnehmer sich dahin stellt und sagt, ich habe den Anspruch, stell mich frei und ich will das Geld haben. Und sich nicht Gedanken darum macht, vielleicht irgendeine Alternativlösung für dieses Problem zu finden. Und jetzt muss man noch Folgendes wissen. Wenn ein Kind krank ist, hat man als Arbeitnehmer, wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, den Anspruch auf diese Krankengeld-Kindtage mit 90% des Nettos. Das ist ungewöhnlich beim Krankengeld. Und da hat man 10 Tage pro Kind, 20 Tage, wenn man alleinerziehend ist, insgesamt gedeckelt auf 50 Tage. Und jetzt muss man wissen, dass dieser Anspruch gegen den Arbeitgeber, der Arbeitnehmer hat den Anspruch gegen den Arbeitgeber aus 616, der ist vorrangig vor dem Anspruch gegen die gesetzliche Krankenkasse. Und die Krankenkassen fragen jetzt öfter mal nach und sagen, zeigen Sie uns doch einfach mal, warum sollen wir das bezahlen? Weil wenn Sie den Anspruch gegen den Arbeitgeber haben, dann muss der das bezahlen. Ganz ehrlich, das ist ganz wichtig, 616 muss ausgeschlossen werden. Über Zahlungen. In Osnabrück gab es eine Reinigungskraft, die hat viel Geld auf ihr Konto gekriegt. Und zwar hat die Personalabteilung versehentlich nicht den Zahlbetrag, sondern die Personalnummer ausgezahlt. Sie war 6-stellig. Und auch ich habe vor kurzem so einen Fall gehabt, da hat jemand die Abfindung versehentlich doppelt gezahlt. 2x 20.000. Einmal zu dem Zeitpunkt, als wir es verhandelt hatten, und einmal, weil es noch im normalen Lohnlauf drin war. Und die Arbeitnehmerin hat dann vor Gericht gesagt, das Geld habe ich ausgegeben. Ist weg. Habe ich mir Dinge für gekauft, die ich mir sonst nie gekauft hätte. Und vom deutschen Recht her ist das so. Das heißt, ihr müsst tatsächlich im Arbeitsvertrag unbedingt einen Passus haben, dass Überzahlungen zurückzuzahlen sind. Und ich wirklich diese Reinigungskraft, das ging groß bei uns durch die Presse, die hat dann gesagt, ich habe mir lauter schöne Handtaschen gekauft. Wichtig ist nämlich, dass man das ausgegeben hat, das Geld für Dinge, die man sich sonst nicht geleistet hätte. Man darf nicht sagen, ich habe davon den Kredit abgezahlt, sondern lauter Luxussachen musste man sich kaufen. Und dann ist es weg, das Geld, WECH. Kriegt ihr nie wieder. Die 20.000er-Frau hat gesagt, ich war schwanger, in meinem Rausch meiner Hormone habe ich mir eine Erstlingsausstattung bester Güte gekauft. Aber die Richterin kannte keinen Spaß und hat dann an der Stelle gesagt, ich habe 5 Kinder und das hat nicht 40.000 gekostet. Aber von der Anspruchsgrundlage hatte die Arbeitnehmerin natürlich recht. Kündigungsfristen verlängern. Ich sehe ganz häufig in den Arbeitsverträgen einen Passus wie, sofern sich die Kündigungsfristen für den Arbeitgeber verlängern, verlängern sie sich ebenso für den Arbeitnehmer. Und ich sage immer, das ist Ausdruck von Mangeldenken. Reisende soll man nicht aufhalten. Weil wie verlängern sich Kündigungsfristen für den Arbeitgeber? Zum Schluss betragen die 7 Monate. Und jetzt stellt euch mal vor, euer Arbeitnehmer möchte gerne kündigen, bewirbt sich dann woanders und der neue potenzielle Arbeitgeber fragt, wann können Sie denn anfangen? Und dann sagt der Arbeitnehmer, in 7 Monaten. Ja, kriegt der den Job? Nee, den kriegt er nicht. Bitte verlängert nicht die Kündigungsfristen. Wenn jemand gehen will, dann soll er gehen. Reisende soll man nicht aufhalten. Und übrigens, in den Arbeitsverträgen kann man auch noch gestalten, dass man die Kündigungsfristen noch kürzer macht. Nicht 4 Wochen zum 15., sondern einfach zu jedem x-beliebigen Datum. Und das kann ganz schnell noch mal ein halbes Bruttogehalt ausmachen. Also auch da ein Passus, der sehr wichtig ist. Und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsfehler, unwirksame Ausschlussfristen. Was sind Ausschlussfristen überhaupt? Ausschlussfristen sind kürzere Verjährungsfristen. Die normale Verjährungsfrist in Deutschland beträgt 3 Jahre. Und man kann aber durch eine gute Formulierung im Arbeitsvertrag alle Ansprüche, die der Arbeitnehmer noch gegen den Arbeitgeber geltend machen kann, auf 3 Monate begrenzen. Und ihr könnt euch vorstellen, das macht einen Riesenunterschied,
Zwei Beispiele dazu. Gestern oder vorgestern noch gesehen in einem Arbeitsvertrag, den ich geprüft habe, da stand drin, alle Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Das geht heute nicht mehr. Man muss genau sagen, wie viele Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind, es sei denn, der Arbeitnehmer verdient mehr, als die Beitragsbemessungsgrenze ist, ungefähr 6.000, 7.000 Euro. Das heißt, die Überstunden müssen abgegolten werden. Und jetzt könnte dann mit einer unwirksamen Ausschlussfrist der Arbeitnehmer noch für 3 Jahre rückwirkend alle Überstunden geltend machen. Super GAU. Wenn jemand Provisionen erhält, hat er den Anspruch, dass er während des Urlaubs und während der Arbeitsunfähigkeitszeiten den Durchschnitt der letzten 3 Monate erhält. Und ich kenne wirklich viele Vertriebler, die auf Provisionsbasis bezahlt werden und ein niedriges Festgehalt kriegen, und ein niedriges Fixum und eine sehr hohe Variable. Manchmal sogar 6-stellig. Und jetzt stellt euch mal vor, der scheidet aus und sagt dann im Nachhinein, ach übrigens, Ausschlussfrist ist unwirksam und ich möchte für 3 Jahre rückwirkend für die 6 Wochen meines Urlaubes noch den Durchschnitt der letzten Provisionen haben. Ich erzähle das zum ersten Mal auf einer Bühne, weil ich war ja lange bei Dirk Kräuter auf der Bühne und da sitzen dann auch die Vertriebler mit im Publikum und den habe ich nie gebracht, diesen Hack. Die hätte ich doch dann alle irgendwann auf der Gegenseite gehabt. Ja, manche Dinge ändern sich, deswegen hier kann ich es heute erzählen. Also, was muss man reinschreiben, damit so eine Ausschlussfrist unwirksam ist? Das darf nicht mehr drinstehen, die Ansprüche müssen schriftlich geltend gemacht werden, sondern da muss drinstehen in Textform. Was ist der Unterschied? Schriftlich ist Papier, Textform ist auch per E-Mail oder per WhatsApp oder wie auch immer. Dann muss man Mindestlohnansprüche ausschließen, Ansprüche aus vorsätzlicher Handlung ausschließen, die Frist muss wenigstens 3 Monate betragen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich da schon so viel Kacheln jetzt eingebaut habe, ist diese Formulierung sehr schwierig. Und ich sage mal, wenn ich mir 10 Arbeitsverträge angucke, sind 9 Arbeitsverträgen dieser Passus unwirksam. Da freue ich mich immer, weil dann kann ich richtig Nutzen stiften an der Stelle. Bonustipp Nummer 1, Nachweisgesetz. Letztes Jahr geändert im August. Und wer seit dem August des letzten Jahres seine Arbeitsverträge nicht verändert hat, der hat jetzt ein größeres Problem, weil das ist das erste Mal bußgeldpflichtig. Also wenn man die nicht angepasst hat, die Arbeitsverträge, an diese Bedingungen des neuen also neu ist das Nachweisgesetz nicht, aber die Konditionen, die nachgewiesen werden müssen, und zwar in Papierform, zurück in die Steinzeit. Deutschland hätte auch die Option gehabt, das digital möglich zu machen. Und wir haben dann in Deutschland gesagt, nee, wir möchten wieder Papier einführen. Weiß ich nicht, ob das die richtige Entscheidung ist. Und auf jeden Fall kostet das jetzt pro Arbeitnehmer im Zweifel 2.000 Euro. Also das auf jeden Fall auch noch mal überprüfen. Bonustipp Nummer 2. Wer sagt denn eigentlich, dass Arbeitsverträge immer so schrecklich formuliert sein müssen? Furchtbar. Erstmal, man versteht sie überhaupt nicht, aber es ist auch total sachlich. Und wir haben uns wirklich auf die Fahne geschrieben, dass wir erstmal nicht über den Arbeitnehmer schreiben, sondern wir sprechen den direkt an. Wir freuen uns, Sie in unserem Unternehmen begrüßen zu können und so weiter. Das kann man alles machen. Warum muss man das siezen, wenn ihr euch im Betrieb duzt? Ja? Eine freundliche Präambel, irgendwas Schönes am Anfang, dass man mal schreibt, wir freuen uns so sehr, hier Sie begrüßen zu können. Oder zum Beispiel auch, wir freuen uns über deinen Einstieg als. Wie formuliert man Überstunden? Ist das ein Stein gemeißelt, dass man schreiben muss, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Überstunden zu leisten? Wir schreiben zum Beispiel, wir sind bemüht, Überstunden zu vermeiden. Für den Fall, dass sich das nicht vermeiden lässt, gilt folgende Regelung. Klingt doch ganz anders, oder? Also wir werfen die ganze Zeit in unseren Arbeitsverträgen, und das ist auch ein Branding-Instrument an der Stelle, mit verbalen Wattebäuschen. Macht viel mehr Spaß. Und wenn ihr überlegt, neue Arbeitsverträge einzuführen oder mit dem Nachweisgesetz das nochmal zu verbessern, dann könnt ihr sogenannte Joker-Tage auch einführen. Ich habe noch 6 Sekunden. Joker-Tage sind solche Tage, da scheint die Sonne, der Himmel ist blau und der Arbeitnehmer hat das Recht, einfach zu Hause zu bleiben. Der Einzige, der das entscheidet, ist der Arbeitnehmer selbst. Geht nicht, wenn er feste Termine hat.
geht aber sehr häufig, wenn man normale Büroarbeit macht. Und was macht das mit einem? Das macht das Gefühl der Freiwilligkeit. Das heißt, wir haben immer als Selbstständige oder Unternehmer haben wir das Gefühl, wir können entscheiden, ob wir heute zur Arbeit fahren oder nicht. Das hat ein Arbeitnehmer nicht. Und diese Joker-Tage sind der absolute Burner. Die Unternehmen, die das eingeführt haben, sind begeistert. Ja, ich bin sofort fertig. Noch mein letztes Geschenk an euch. Also, ihr könnt, weil mir das so wichtig ist, dass die Basis gut ist, so wie, als wäre es Prophylaxe beim Zahnarzt, könnt ihr einfach mal eure Arbeitsverträge mir schicken, hochladen über diesen QR-Code und einfach mal kostenlos überprüfen lassen. Ich unterliege der anwaltlichen Schweigepflicht. Also, ihr könnt safe sein an der Stelle, dass wir das nicht meistbietend im Internet verhökern. Und jetzt fängt es an zu blinken. Jetzt, glaube ich, muss ich zum Ende kommen. Ich freue mich, wenn ihr an unseren Stand kommt. Wir haben also Kaffee. Was haben wir alles? Kaffee, Prosecco, Wasser, Schokoladekekse, Bonbons. Und ich kann euch, ich habe auch so Muster dabei, dann kann ich euch mal zeigen, wie man schöne Arbeitsverträge gestalten kann. Und damit sage ich danke, dass ihr hier wart. Und die anderen wissen nicht, was sie verpasst haben, aber ihr erzählt es hoffentlich im Nachhinein. Dankeschön an euch.